Sexuell, wie läuft's da? Gar nicht. Wow, das war aber deine Dämlichkeit. Hast du nicht noch einen Ex? Ich hab viele, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich war zu besoffen, um irgendwas selbst entscheiden zu können. Scheiße gelaufen für ihn, sag ich mal. Ne? Ja. Er sagt, es gab keinen Sex. Lüge oder Wahrheit? Weil ich wieder da saß, er bei ihr und ist mit ihr weg. Willst du mich heiraten? Oh Gott, oh. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich immer. 13 Uhr. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sprechen heute über das Thema Liebespleite. Steht unsere Beziehung vor dem Aus? Ich freue mich auf meinen Gast. Hier ist sie, hier ist Katja. Habe ich gerade Katja gesagt eigentlich? Du heißt Kaya, ne? Genau. Habe ich einen Tee reingeschmuggelt, also sowas. Entschuldige, Kaya, du bist heute hier wegen Dennis? Genau. Du vertraust ihm irgendwie nicht mehr so richtig? Woran liegt das? Das liegt daran, dass er, wenn er nach Hause kommt, sich direkt vor den PC setzt und mit anderen Mädchen schreibt. Was für Art, also wenn du sagst, er schreibt mit denen, sind das alte Freundinnen, mit denen er so oberflächlich schreibt oder flirtet er ganz konkret? Also er flirtet. Mhm. Lässt er dich das Ganze lesen? Nein, gar nicht. Was passiert, wenn du reinkommst und sagst, hallo, darf ich mal gucken? Dann schaltet er den Computer ab. Oh, was für ein doofes Gefühl. Das würde mich auch stören, glaube ich. Was für Seiten sind das, auf denen er unterwegs ist? Sind das Flirtseiten? Facebook. Okay. Aber auch so Knuddels und Yappi und so? So ja. Krams. Also Knuddels das ganze Register durch, ja? Gut, aber das ist ja nur ein Punkt. Also rein theoretisch könnte man ja sagen, ja gut, lass ihn da ein bisschen rumflirten, solange er da nichts macht. Vermutest du denn, dass er da weitergeht und sich auch trifft? Ja, ich habe in sein Handy geguckt. Oh, erzähl. Und da stand drin, dass die sich schon freuen, sich zu treffen. Oh. Und er kommt später nach Hause als geplant. Das hat er dir dann von geschrieben? Von der Arbeit. Also er sagt zu dir, ich muss länger arbeiten. In Wirklichkeit scheint er sich mit anderen zu treffen, ja. Oder wie? Hast du denn auch schon mal ihn ganz konkret darauf angesprochen? Ja, er war sauer, weil ich in sein Handy geguckt habe. Verstehe ich übrigens, weil das ist ja schon seine Privatsphäre, ne? Die hat man ja eigentlich zu respektieren, ne? Eigentlich schon, aber, nicht bei sowas. Okay, ist das so? Darf man dann gucken? Ja. Mhm. Na gut. Da gehen die Meinungen auseinander. Eigentlich würde ich sagen, nein, aber rein menschlich betrachtet kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Wenn dann irgendwie so ein Gedanke in einem wächst, oh Mensch, der andere betrügt einen, dann macht man eben solche Sachen. Ne? Aber ganz okay ist es nicht. Gab es denn mal ganz konkret so einen Moment, wo du wusstest, okay, er ist irgendwie unterwegs, er trifft sich mit einem anderen Mädel? Ja, ich habe ihn mal angerufen, er wollte nach der Arbeit nach Hause kommen, kam er dann nicht und dann waren da ganz viele Weiber im Hintergrund und er hat dann auch sofort wieder aufgelegt, als ich gefragt habe, wer das ist. Aha, also er hat sich schon komischer verhalten. Ja. Ist er denn auch innerhalb der Beziehung seltsam geworden? Läuft es so ganz gut zwischen euch? Also nee, Beispiel, gar nicht mehr. So sexuell, wie läuft es da? Gar nicht. Oh, das ist zu früh mit 18. Ich finde, das solltet ihr gerade erst anfangen. Ja. Wenn du sagst, gar nicht, wie lange habt ihr denn keinen Sex gehabt, wenn ich das mal so fragen darf? Seitdem wir uns gestritten haben, 2 Monate. Boah. Und wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ein halbes Jahr. Oh. Ihr seid gerade mal seit einem halben Jahr zusammen und habt jetzt schon eine 2-monatige Flaute hinter euch. Das machen andere, wenn sie Kinder kriegen, aber... dieser Streit, wenn du sagst, der war so tiefgreifend, dass ihr so eine Funkstille habt, ja? Worum ging es konkret in dem Streit? Darüber, dass er mit anderen Mädchen schreibt. Also immer dieses Thema, ja? Ja, also eigentlich immer nur das. Darf ich mal fragen, wer da so blockt? Bist du das oder ist er das? Oder er beide? Ist es. Er blockt das alles ab. Er will nicht darüber reden. Aber auch so Sex und so weiter kommt da, das interessiert mich schon. Ist er auch da derjenige, der... Ja, er blockt ab. Hast du es probiert mal? Ja. Und er sagt danke, nein? Er ist müde. Aber das ist so, er ist auch gerade mal 20, ne? Ich bin ja, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen nach Schubladendenken klingen, aber ich würde immer ganz allgemein denken, so ein 20-jähriger Typ, der so richtig im Saft steht... Der würde also auch unter Umständen in einer nicht so wahnsinnig harmonischen Situation sagen, mir egal, Hauptsache es passiert mal wieder was. Ja, deswegen bin ich schon irritiert, wenn ich dann höre, dass er da alle Schotten dicht macht und echt sagt, will nicht. Hast du eigentlich Angst, dass er sein Gefühl verloren hat zu dir? Ja, klar, natürlich. Oder dich nicht mehr attraktiv findet oder irgendwas?
Ja, klar, deswegen bin ich ja jetzt auch hier. Um es zu klären. Ne? Schwer vorstellbar, du bist so ein hübsches Mädchen, aber man weiß natürlich nicht, was in ihm vorgeht. Wir werden das klären. Ich weiß nicht, ob zu deiner Zufriedenheit. Aber wir tun's, okay? Ja. Gut, ich hole ihn mal dazu. Hier ist Dennis! Ja. Sag mal, Dennis, sie sagt, ihr habt ja diesen Krach gehabt, weil du eben immer mit einer Mädels da am, ja, nenn es mal, am Flirten warst, ja, so ein bisschen geschrieben und so weiter. Und sie sagt aber auch, dass zwischen euch alles sehr kalt geworden ist. Also Sex läuft gar nicht mehr. Naja, nicht ganz so richtig, ne? Hast du gesagt. Und sie hätte es mehrfach probiert, du würdest sehr ablocken, stimmt das? Nö, also ich will eigentlich immer vögeln. Also. Also so eine grobe Theorie habe ich auch aufgestellt, jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern mehr so auf einige andere auch. Aber sie sagt, du blockst ab, sie würde wollen, du willst nicht. Ja, ab und an blocke ich natürlich auch ab. Ich arbeite viel, bin dementsprechend natürlich auch müde und dann habe ich auch nicht immer Lust oder auch einfach keinen Bock, weil ich müde bin, andere Sachen machen will. Okay, aber ich meine, hat das denn auch mit ihr zu tun? Hast du manchmal auch das Gefühl, sie ist vielleicht gar nicht mehr so die Richtige für dich? Ab und an schon, ja. Oh, okay, also du hinterfragst dein Gefühl auch? Ja, wegen der Eifersucht, ne? Nervt sie dich damit? Extrem, ja. Also, aber ich, dann ist sag schon ich nicht mal, so schön. Dann sag ich mal bitte selber ganz konkret, was dich so stört. Ja, es stört mich, dass du auf mein Handy gehst, SMS kontrollierst, Nummern anrufst, was du ja schon getan hast, die öftere. Du kontrollierst meinen Facebook-Account, den Knuddel-Account. Geht dich eigentlich nichts an, das ist Privatsphäre. Ich mach das bei dir auch nicht, ich gehe auch nicht an dein Handy. So, zweite Sache, was mich stört, du nimmst dir ein Stück Kreide, malst da einen Strich an meinen Autoreifen vorne und auf dem Asphalt auch noch ein, um zu gucken, ob da sich das Auto bewegt hätte. Mein Gott, was für eine pfiffige Idee. Geht gar nicht. Finde ich nicht gut. Ey, das ist ja Sherlock Holmes-mäßig, sag mal. Also ich finde es ein bisschen übertrieben mit der Eifersucht. So ein bisschen ist immer in Ordnung, aber nicht so. Mhm. Ist berechtigt. Ist berechtigt, ja, warum? Also ich meine, ich habe dich noch nie betrogen und verstehe ich nicht. Ja, werden wir nachher sehen. Ja, sie sagt, also um es mal auf den Punkt zu bringen, die Tatsache, du hast vom Prinzip recht. Also mich würde das auch nerven, wenn mir da jemand, wenn mich da jemand auf Schritt und Tritt kontrollieren würde. Das ist sehr abtörend und auch sehr unsexy, ehrlich gesagt. Ja, und trotzdem kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, denn sie sagt, du kümmerst dich sehr wenig um sie, du sitzt sofort am Computer und du chattest den ganzen Tag mit irgendwelchen Mädels. Auch nicht so richtig. Also den ganzen Tag hänge ich da auch nicht vor. Ich arbeite ziemlich lange. Also ja, und sobald sie mal ins Zimmer kommt und womöglich auf den Monitor gucken könnte, machst du sofort aus. Und also sie darf wirklich auch nicht gucken, ne? Nee, geht sie meistens nichts an. Ich gucke ja auch nicht, wenn sie mit irgendjemandem chattet. Ja, aber was erwartest du denn? Ich meine, Freundin, die sich, also ganz ehrlich, ein verliebtes Mädel, die sich einen Scheiß darum interessiert oder dafür interessiert, wenn der Freund mit anderen Mädels flirtet, ja, die ist dann einfach nicht verliebt, meiner Meinung nach. Also da stimmt dann irgendwas auch nicht. Was willst du denn leblosen Fisch an deiner extrem, Seite? Wenn sie einfach mal fragen würde, mit wem schreibst du, darf ich mal gucken, dann fände ich das auch nicht so schlimm. Ja, aber du lässt sie ja nicht aber gucken. Sie fragt ja gar nicht erst. Willst du mich verarschen? Und sonst was. Weißt du, wie oft ich dich gefragt habe? Du hast mich noch kein einziges Mal gefragt. Natürlich, ich habe dich jedes Mal gefragt. Und dann sagst du hier, wenn ich irgendwas von dir gefragt bekomme und ich abblocke, dann willst du gleich wieder Teller rum, weil du dann ausrastest. Oder was ich meine, was ist das denn? Ich meine, gut, treffen müsste schon gelernt sein, ne? Aber, naja, brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Also, du guckst mich so erwartungsvoll an, in der Hoffnung, dass ich jetzt was Schlaues dazu sagen kann. Es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem ihr euch bewegt, weil ich kann euch irgendwie beide verstehen. Das ist der Witz daran. Ich finde, er hat absolut recht, wenn er sagt, du warst seine Privatsphäre nicht. Das ist ein Problem. Ja, und dann, deswegen macht er auch so die Schotten dicht. Ich verstehe dich aber auch echt total, weil er triggert das ja richtig an, mit seiner Art, sich zu verhalten. Da würde ich auch neugierig werden und misstrauisch. Ihr seid hergekommen, weil ihr einen Lügendetektor-Test haben wolltet? Ja. Okay, wir haben einen gemacht. Seid ihr auch beide bereit, die Konsequenzen zu ertragen? Auf jeden Fall. So ein Definitiv. Test kann nämlich ganz schön bitter werden. Trotzdem? Ja. Was machst du, wenn er durchrasselt? Tschüss. Okay. Gut, schauen wir mal. Wir haben den Test. Ich würde sagen, du gehst bitte auf deine Position. Ja. Und das Ergebnis gucken wir uns jetzt an. Ja, machen wir mal. Dennis, gibt es irgendwas, bevor ich jetzt den Test rauslege, was du vielleicht selber sagen willst? Ja, es gab die Frage ganz zu Anfang an, ob ich dich von ganzem Herzen liebe.
Die habe ich mit Nein beantwortet. Welche was? Es gab die Frage, ob ich sie von ganzem Herzen liebe. Die habe ich mit Nein beantwortet. Oh. Also, Gefühle sind zwar da, aber ich würde es nicht als Liebe beschreiben mehr. Dafür ist zu viel kaputt gegangen, deshalb habe ich Nein gesagt. Und gibt's noch was? Nein. Sicher? Ich bin mir sicher, ja. Irgendwelche Treffen mit irgendwelchen Frauen? Höchstens nur freundschaftlich, aber nicht um fremd zu gehen. Definitiv nicht. Also heißt, du hast dich heimlich getroffen mit anderen Frauen? Ja, ich habe sie nicht gesagt, weil sie sonst sofort wieder ausrasten würde. Und bevor noch mehr Teller kaputt gehen, habe ich sie für mich behalten. Also heißt, er hat sich durchaus mit diesen Internetbekanntschaften getroffen? Es sind ja auch nicht überwiegend Frauen. Ich schreibe ja auch mit meinen Kumpels und sonst was. Wir gehen auch mal ein Bier trinken. Oder? Ich glaube, das ist aber nicht das, was sie stört. Und dann stört sie, dass ich auch mal weg bin, weil sie denkt dann, ich treffe mich wieder mit irgendwelchen Frauen. Tust du ja auch. Ja, aber nicht jedes Mal. Nö, aber ab und zu. Sie denkt es aber, ne? Und das ist das, was mich Also ganz ehrlich, Dennis, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das, was sie befürchtet hat, ist ja zu einem gewissen Teil wahr geworden. Und zwar, dass du nicht nur verbal geblieben bist mit den Mädels da beim Schreiben, sondern dass du dich auch getroffen hast mit denen. Mhm. Und das heizt die Spekulationen unermesslich an. Denn dann fragt man sich natürlich, ist es vielleicht auch zum Sex gekommen, ne? Wenn ich dann höre, dass bei euch alles so übel läuft, schauen wir mal. Also, wir haben mehrere Fragen gestellt. Du hast schon ein oder zwei von alleine jetzt, ich sag mal, beantwortet, gebeichtet. Ich guck mal, welche Fragen wir hier noch haben, die wichtig sind. Also, Dennis, findest du andere Frauen außer Katja Kaya sexuell attraktiv? Attraktiv sexuell, ja. Er hat mit Ja geantwortet. Okay. Ich nehme mal an, er wird die Wahrheit gesagt haben. Gucken wir mal. Wahrheit. Aber es gibt auch Wahrheiten, die sind gar nicht so schön. Aber man muss fairerweise sagen, es ist auch genau die Frage, wo ich behaupten würde, da fliegt fast jeder Mann durch, ja? Ohne dass es heißt, dass man seine Freundin nicht wirklich auch lieben kann, ja? Aber wir haben dich gefragt, ob du Kaya von ganzem Herzen liebst. Du hast uns ja schon geantwortet, dass es nicht so ist. Ja. Er liebt dich nicht von ganzem Herzen. Brauchen wir gar nicht das Ergebnis anzugucken. Wir wollten wissen, hast du in deiner Beziehung mit Kaya jemals sexuellen Kontakt zu einer anderen Frau gehabt? Und das ist echt eine heikle Frage jetzt, denn du hast dich getroffen mit den anderen Mädels. Ja, aber nie sexuellen Kontakt gehabt. Er sagt, es gab keinen Sex. Lüge oder Wahrheit? Wahrheit. Ist der fehlende Sex ein Trennungsgrund für dich? Du hast gesagt nein. Wieso auch, wenn du selber derjenige bist, der nicht will? Wahrheit. Und wir wollten wissen, ob eine andere Frau leidenschaftlich geküsst hat, außer dich, Kaya. Er sagt nein, hat er nicht. Wahrheit. Geht so, ne? Ja. Du hättest mir aber auch sagen können, dass ich mit anderen Weibern triffst. Dann wäre es nicht so schlimm, als würdest du es mir verheimlichen. Ja, du rastest ja gerne mal aus. Ich hab da keinen Bock drauf, das ist mir zu kindisch, sich wegen solchen Kleinigkeiten zu fetzen. Natürlich hättest du dir sagen können. Aber ist nicht vorgekommen. Sag mal, und die Liebesfrage, stört die dich gar nicht? Nee. Also wir streiten uns ja öfter und dann wird das Gefühl halt weniger. Ja, also ich weiß nicht. Wenn man nach 10-jähriger Ehe irgendwie sagt, wir hatten so viele Probleme miteinander, da ist das Gefühl irgendwann einfach so ein bisschen erloschen, dann kann ich das irgendwie verstehen. Aber mit, lass mich noch mal gucken, wie alt seid ihr? 20 und 18, ne? Ja. Gibt es für mich überhaupt kein Argument, wieso man nach einem halben Jahr schon nicht mehr so die Gefühle haben soll. Also für mich ist es so, als ist es lange her, aber als ich in eurem Alter war, war das für mich keine Substanz dann. Da fehlte die Grundlage, um zusammen zu sein. Die Liebe fehlt, der Sex fehlt, da fehlt ja alles. Ehrlich. Ich meine es nicht böse, aber es sind echt so die zwei Faktoren, die junge Menschen zusammenbringen sollten, finde ich. Liebe ganz oben und Sex vielleicht auch irgendwie. Beides ist irgendwie mäßig. Findet ihr, dass ihr gut zusammen seid? Ich meine, das ist nicht böse, aber... Ja, schon. Ja.
Sicher? Also ich bin mir schon sicher. Ich meine, ich bin auch der festen Überzeugung, dass aufgrund dieser vielen Streitigkeiten die Gefühle einfach nachlassen. Ist seit ein halbes Jahr jetzt zusammen? Ein halbes Jahr, ja. Ich dachte, nach einem halben Jahr müssten eigentlich, also eigentlich ist das so der Peak des Verliebtseins nach einem halben Jahr. Und ihr erzählt mir jetzt schon was von Gefühlen, die nicht mehr so da sind. Sex, der jetzt gerade, weil man abgespannt ist, schon nicht mehr so stattfindet. Also ich finde, das sind lauwarme Füße, die ihr da schildert, mehr nicht. Aber ich muss die Beziehung auch nicht leben. Das ist ja eure Entscheidung, das so zu tun. Ich persönlich würde denken, geht getrennte Wege und sucht euch was, was deutlich prickelnder für euch ist. Weil ich glaube, ihr habt nicht diese riesen Prickeligkeit miteinander. Also zumindest überträgt sie sich überhaupt nicht jetzt für den Moment. Ich meine, das ist gar nicht böse. Ich will das auch echt nicht schlecht reden. Ihr könnt ja einfach mal drüber nachdenken. Ja? Ich wünsche euch trotzdem natürlich alles Glück dieser Erde, ist ja klar. Dankeschön. Okay? Danke. Alles Gute.